Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge des Frau Courage Podcastes, der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich als Cora bin der Host dieser Show. Ich habe einen Master in mentalen Coaching und arbeite als LGBTQI-Coach. In der heutigen Folge habe ich euch eine Meditation eingesprochen. Ihr könnt die nutzen, um euch zu entspannen, aber auch um daraus Stärke zu ziehen. Und meist ist es so, umso häufiger man sich diese Meditation anhört, umso schneller kommt man in einen entspannten Zustand. Wenn ihr gern noch mehr Austausch hättet, dann folgt mir gern auf Instagram. Dort findet ihr mich unter Frau Courage. Oder wenn ihr Interesse habt an der persönlichen Begleitung, dann bucht über meine Homepage fraucourage.de ein kostenloses Kennenlerngespräch. Dann können wir uns einfach unverbindlich kennenlernen und darüber sprechen, wie ich dir am besten helfen kann. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Meditation. Ich hoffe, du findest ganz viel Kraft darin. Such dir da einen ruhigen und bequemen Platz und schließ gern deine Augen und atme etwas länger aus, als du es sonst tun würdest und spür, wie dein Körper ganz weich und gelöst wird und mit jedem Ausatmen lassen deine Muskeln noch etwas mehr los. Und während sich dein Körper noch etwas tiefer entspannt, kannst du in deiner Vorstellung eine kleine Reise machen. Stell dir nun vor, über dir befindet sich eine Lichtdusche. Helles, warmes Licht strömt über dich herab. Das sanfte Licht umhüllt deinen Körper wie eine zweite Haut. Du kannst wahrnehmen, wie das Licht beginnt, in deinen Körper zu fließen. Und zwar vom Kopf aus strömt es wellenförmig in deinen Brustbereich, in deine Arme bis hin zu deinen Fingerspitzen. In deiner Körpermitte wird es ganz hell und ganz warm. Und auch deine Beine werden mit hellem Licht erfüllt. Und jede Zelle deines Körpers tankt Licht und Helligkeit. Und während du noch mehr Licht und Wärme in dir aufnimmst, kannst du spüren, wie gut sich das Licht anfühlt und wie dein ganzer Organismus damit erfüllt wird. Wie ein Schwamm, der Wasser aufnimmt, so fühlt sich dein Inneres mit Helligkeit und Wärme. Jetzt nimm mal wahr, was dieses Licht und diese Helligkeit mit dir macht. Wie du dich fühlst, wenn du so voller Licht bist. Und wenn es ein gutes Gefühl ist, dann genieß es für einen Moment und geh da ganz drin auf. Und immer, wenn du das Bedürfnis nach dieser Lichtquelle, nach dieser Helligkeit hast, dann kannst du dir diese angenehme Lichtdusche über dir vorstellen. Und du darfst dieses gute und angenehme Gefühl mitnehmen. Mitnehmen in deinen Alltag. Mit einem lichtvollen Atemzug lenkst du deine Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt zurück. Also atme ein bisschen mehr Luft ein, als du eigentlich brauchst.
Und dann öffne deine Augen und fühl dich mit der Helligkeit voll ausgefüllt.